Im Stück To Be Dropped and Crowned geht es um die Geburt der Tochter von der Choreografin und um die Zeit kurz vor und nach der Geburt. Das Bewegungsmaterial wird so entwickelt, dass die Choreografin hat Bilder in ihrem Kopf, zum Beispiel von einer Szene, wo alles aus dem Kopf geführt wird, oder von einem Duo, wo die Tänzer am Anfang zusammen sind wie ein Magnet und sich dann immer wie weiter voneinander entfernen. Es ist ein sehr herausforderndes Stück, vor allem sehr, sehr körperlich. Wir sind immer präsent.